So, heute machen wir mal etwas Ungewöhnliches. Da hat uns jemand gebeten, das Gedicht Ein Lied von Else Lasker Schüler zu interpretieren. Und wir wollen einfach mal schauen, wie schnell kann man das verstehen. Und wir testen dabei so diese induktive Methode, bei der man vom Text selbst ausgeht, versucht aus den Signalen langsam die Absicht und den Sinn herauszubekommen. Das hat den Titel dieses Gedicht Ein Lied. Das ist natürlich ein erstes Signal, das wir nachher nochmal aufnehmen sollten. Da singt also jemand ein Lied. Dann beginnt das Hinter meinen Augen stehen Wasser. Ja, man denkt da an Tränen, aber diese Tränen fließen noch nicht. Hinter den Augen sind sie. Die muss ich alle weinen, das ist also erst eine Sache der Zukunft, das ist noch nicht aktuell. Dann erwartet man eigentlich, dass es ein bisschen genauer darauf eingegangen wird, warum, weshalb, wieso hier jemand weinen muss. Ne? Dann heißt es, immer möchte ich auffliegen, aha, da stecken zwei Elemente drin. Wir haben einmal auf. Ja, wir können davon ausgehen, dass das ja eher eine niedergedrückte Situation ist. Und es geht um Fliegen mit den Zugvögeln fort. Das erinnert uns an eine natürliche Sache, an Gemeinschaft. Man ist nicht alleine, ne, denn man vermutet ja, dass es hier vielleicht ein Beziehungsproblem gibt, möglicherweise. Dann in der nächsten Strophe wird genauer auf das eingegangen, was dort dann in der Luft geschehen kann. Bunt atmen ist natürlich hier ein Neologismus. Da werden zwei Dinge miteinander verbunden. Ja, also einmal atmen, das ist der Grundstock des Lebens. Und es geht um bunt, das heißt, da tut sich also auch etwas. Ja, es ist schön, es ist vielfarbig. Und in der großen Luft, ne, Luft wird ja noch einmal mit Atmen verbunden und groß heißt, es ist Platz, es ist keine Enge, es gibt Gott keinen Stau, ne, wie hier bei den Tränen da zum Beispiel. Dann, oh, ich bin so traurig, das klingt also ziemlich, wir haben das in der Interpretation, die wir auf der Homepage schon mal untergebracht haben, als minimalistisch bezeichnet, aber dann, es ist auch ein Verstummen, denn es geht ja jetzt hier um die vier Gedankenstriche und die drücken das eigentlich aus. Und jetzt kommt eine kleine Wende. Bisher ist das Ganze ja zwischen Trauer und einer gewissen Hoffnung. Und jetzt haben wir zum ersten Mal nach den Zugvögeln ja, den Mond, der ein Gesicht hat und er weiß ist. Das heißt also, da hat man zumindest einen Verständnispartner. Das sieht jetzt alles nicht sehr schön aus, aber wir wollten das einfach mal wieder ausprobieren, wie in alten Zeiten. Drum ist viel samte Andacht. Aha, diese Dinge also hier, das Wissen, man hat ein Gesicht und der Mond führt zu Andacht. Das ist also eine gewisse Feierlichkeit. Und nahender Frühmorgen, das heißt also hier geht es bereits in Richtung neuer Tag. Und jetzt erfahren wir endlich ne, das, was dazugehört, warum denn diese Tränenflut, die da gestoppt ist, als an deinem steinernen Herz, aha, da erkennt man sofort, ne, das sieht doch sehr stark nach Liebesende aus oder so etwas, ne? Steine, die Flügel brachen, aha, die Flügel hängen natürlich mit dem Signal auffliegen hier zusammen und das ist also dieses niedergedrückt sein, was dadurch erzeugt wurde. Dann fielen die Amseln wie Trauerrot. Das heißt also, das, der Inbegriff des Fliegens, die Vögel, fallen sogar. Das ist ein sehr großer und sehr trauriger Gegensatz. Wie Trauerrosen, Rosen eigentlich die Farbe der Liebe, aber eben hier mit Trauer verbunden. Hoch vom blauen Gebüsch. Ne? Gebüsch ist ja ein Ort der Geborgenheit für Vögel. Und blau, das erinnert so ein bisschen an die Romantik, ja, ohne dass man jetzt Experte ist für Else Lasker Schüler.
alles verhaltene Gezwitscher. Ja, also bis jetzt ist das hier noch verhalten, also zurückgehalten. Gezwitscher ist schon wieder der Wiederbeginn, ja, des Liedes auch, will wieder jubeln. Das ist genau hier der Aufbruch jetzt. Und ich möchte auffliegen. Hier haben wir nochmal das, was wir hier oben schon haben. Auffliegen, auffliegen. Mit den Zugvögeln fort. Das heißt, am Ende hat man das Gefühl, dass da der feste Wille ist, sich zu erheben aus dem, was einen weinend gemacht hat, wo die Flügel brachen. Jetzt könnte man sich fragen, natürlich insgesamt, um das zu verstehen, wie groß sind die Chancen des Auffliegens? Und da sind natürlich die Flügel, sind natürlich die gebrochenen Flügel, ne, sehr ärgerlich und hemmend. Aber man kann natürlich auch sagen, das ist der Stand. Inzwischen hat dieses lyrische Ich ja schon sich von diesem Stand wegentwickelt. Hier sind die Tränen fließen aber anscheinend nicht, die muss ich alle weinen, das bleibt aber offen. Vielleicht weint es auch beim Schreiben oder beim Singen dieses Gedicht zumindest ein bisschen. Oder dieses Lied ist gewissermaßen das Weinen. Jetzt wird alles rausgehauen, jetzt kann alles raus, was da an negativen Gefühlen da ist, aber auch an ersten Hoffnungsgefühlen hier entsprechend. Und von daher kann man eher davon ausgehen, dass dieses ganze Gedicht eigentlich schon ein Zeichen dafür ist, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Auf jeden Fall ist das Lied hier entfernt hier von, oh, ich bin so traurig und den Gedanken geschrieben. Das haben wir ja interpretiert im Sinne von, dort findet keine Artikulation statt. Das sind diese Menschen, die auf einer Bank sitzen und überhaupt erstmal nicht reden können über das, was sie bewegt. Ne? Sie haben nur dieses Weinen, was entweder festgehalten wird noch oder schon losgeht. Aber hier insgesamt sieht man, da hat sich was gelöst. Dieses Lied hat die Gefühle freigesetzt. Und es gibt zwar negative Gefühle, die sind vor allen Dingen einmal hier und dort, aber der Rest geht dann durchaus schon ins Positive. Das heißt, insgesamt zeigt dieses Lied natürlich eine besondere Trauersituation, die aber von Anfang an bereits mit dem Versuch des Neubeginns, des sich zu Erhebens aus der traurigen Situation verbunden wird. Und das sind die großen Vorstellungen jetzt eben, wie, das ist ja auch etwas Positives, was einen erheben kann, mit den Zugvögeln sich in die Luft zu erheben, in ferne Länder, dort wo es wärmer ist, natürlich auch dort hinzugehen. Und sogar so etwas wie der Mond, ne, wird hier positiv aufgenommen. Das empfindet man als eine Andachtsgeschichte, die gewissermaßen den neuen Morgen einleitet. Und vor diesem Hintergrund wird das hier immer mehr zur Erinnerung. Und das noch verhaltene Gezwitscher, verhalten heißt ja auch, dies ist kein fröhliches Gedicht. In diesem Gedicht ist auch etwas Verhaltenes drin. Da oben haben wir schon auf die Tränen hingewiesen, hier aber auch, die Erinnerungen sind noch da. Aber es gibt inzwischen Gezwitscher und dieses Gezwitscher steht eigentlich für dieses Lied, sodass man am Ende sagen kann, hier wird gezeigt, wie das lyrische Ich sich aus einer Negativsituation der Niedergeschlagenheit und so weiter herausarbeitet, man könnte sogar sagen, heraussingt. Wer unsere Videos kennt, weiß, das ist ja ungewöhnlich, wir haben das lange nicht gemacht, ne? Dass wir hier in schlecht lesbarer Schrift und so weiter ein paar Gedanken zusammenstellen. Wir wollten nur einfach zeigen, soweit haben wir das Gedicht erstmal auf die Schnelle verstanden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn in den Kommentaren wir darauf hingewiesen werden, was wir da alles übersehen haben. Denn nur dadurch lernt man ja etwas. Ansonsten haben wir das Ganze ausformuliert hier schon auf dieser Seite, die wir wie immer bei den Informationen ablegen. Dort nehmen wir dann auch Aktualisierungen und die Korrektur unserer möglichen Fehler auch mit auf. Und dies war auch wieder ein Beispiel dafür, dass jemand uns eine Mail schreibt und sagt, ey, guck dir das Gedicht doch einfach mal an. Und wir machen das eigentlich sehr gerne, dass wir nicht nur vorbereitete Videos hier abspulen und vorstellen, sondern einfach auch mal zeigen, hey, komm, ne, wir sind wie in so einem Pausengespräch. Der eine fragt den anderen, du kannst mir das Gedicht mal erklären. Und dann versucht man das einfach. Und dann sieht man, wie weit man kommt. Und der Rest ist jetzt euch überlassen, dass ihr uns da auch noch vielleicht dazu verhelft, noch höher hinauszufliegen. Und wer unseren Kanal schnell durchblicken abonniert, der wird immer mal wieder überrascht, ne, sowohl mit sehr vorbereiteten Videos als auch solchen
solchen spontanen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert oder andere eben, wenn ihr das Abitur dann schon habt oder bald habt, dann andere darauf aufmerksam macht. Denn die nächsten Videos könnten ja auch für viele hilfreich und interessant sein. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.